Mein Name ist Patrick Rohr, ich komme aus Brieg ursprünglich, lebe in Zürich und in Amsterdam, vor allem zurzeit auch noch ein bisschen in Tokio, theoretisch, dazu kann ich später mehr erzählen. Ich bin Kommunikationsberater, Medientrainer, Buchautor, Fotojournalist und reise als solcher in der ganzen Welt umeinander und ich trete recht viel auf als Referent und Moderator. Guten Morgen oder guten Abend. Hallo Patrick, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns, euch mal einen Einblick außerhalb vom Wallis zu bekommen, weil wenn man kehrt, du bist ja eigentlich wirklich ein Weltbürger, wenn man so kann sagen. Und jetzt meinst du bei mir im Interview, wenn ich frage, wo bist du, gerade sagen, entweder im Homeoffice, Fischb oder Zitta oder wo immer oder halt dein Büro. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn ich so ein bisschen zueinander schaue, ein geordnetes Chaos oder wie kann man dem sagen, wo bist du gerade momentan auf der Welt unterwegs? Relativ unspektakulär, wobei für mich persönlich ist es recht spektakulär. Ich bin in meinem Büro zu Zürich, aber zum ersten Mal seit ganz genau 5 Monaten. Vor 5 Monaten bin ich das letzte Mal hier rausgelaufen. Durch Corona sind dann alle meine Pläne, die ich hatte, ein bisschen anders gekommen. Und heute bin ich zum ersten Mal aus dem Homeoffice jetzt in mein Büro gekommen und da sitze ich jetzt im Büro zu Zürich. Schön, ja, also welcome back dann, falls so ein bisschen. Ja. Wie sieht es eigentlich uns jetzt auch vom Gespür her? Du sagst ja auch, du hast jetzt den Wechsel gemacht, Amsterdam, Zürich. Wie findest du momentan eine Situation mit den Kollegen, mit den Leuten, aber auch mit den Berufskollegen, so allgemein durch die eingeschränkten Massnahmen, die man haben will? Aber theoretisch hocktest du ja selten langes Mal an einem Ort, sondern bist immer so unterwegs auf neue Stories, neue Herausforderungen, die du hast. Wie spürst du momentan so ein bisschen der Zeitgeist, wenn man so will sehen? Ich kann vielleicht von mir ganz persönlich erzählen, wenn ich das jetzt erlebt habe, in den letzten 5 Monaten, aber gar nicht das letzte Mal hier zu dem Büro uns bin, das war Ende Dezember. Ich bin damals auf dem Weg Richtung Antarktis. Ich habe einen Reisetreffen begleitet mit Background Tours in die Antarktis als Fotojournalist und Moderator. Ich habe Coachings gegeben, Fotocoachings auf der Expeditionstour Richtung Antarktis. Ich habe Gespräche moderiert auf dem Schiff, eine unglaublich intensive Zeit. Ich bin da vor uns mehr oder weniger direkt über Amsterdam auf Tokio weitergegangen, wo ich eben auch noch zum Teil lebe und an einem Projekt arbeite, wo ich seit 3 Jahren schon dran bin, an einem Projekt, wo ich eben Japan zeige, anders als man es als Tourist kennt. Und bei dann, und das wäre ursprünglich meine Idee gewesen, Ende Februar von Tokio Richtung Iran gegangen, weil ich im Moment mit einem größeren Fotoprojekt beschäftigt bin, wo ich ein Buch mache über die neue Seidenstraße. Das geht von China bis auf Niederlande, bis auf Rotterdam. Also ich habe in Shanghai angefangen im letzten Herbst und das sollte dann aufhören, hänge jetzt aufhören in Rotterdam, jetzt Ende Mai. Und ich habe die Etappe ab Iran Ende Februar machen und so weit ist es dann eben nicht gekommen. Ich habe nicht in Iran kennen von Tokio aus. Man hat mich aus dem Flugzeug geholt, 10 Minuten vor dem Start, weil alle Grenzen zugegangen sind. Also mir ist das Coronavirus immer so ein bisschen vor uns gewesen. Nachher bin ich halt in die Türkei gegangen, habe dann mein Programm ein bisschen über den Haufen geschmissen und bin dann auf Polen gegangen und dann musste ich alles abbrechen. Ich bin dann auf Amsterdam geflogen, wo ich inzwischen ja, eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit lebe, gezwungenermassen, weil ich habe den Lockdown dann tatsächlich in Amsterdam verbrungen und habe da mit recht vielen Fotokolleginnen und Kollegen Kontakt gehabt, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ich bin ein reisender Fotograf, als Fotojournalist auf der ganzen Welt unterwegs und Reisen ist nicht möglich. Und das geht jetzt alles unter mir, so kreativ sein und anders steigen. Auf Zürich habe ich auch nicht kennen, wegen der Reisebeschränkungen. Da habe ich eben mein Büro, wenn ich meine Kommunikationstraining mache, Leute berate und so weiter, da haben wir auch quasi einen Lockdown gehabt. Ich habe keine Moderationen können machen. Also mein ganzes Leben und das für meine Kolleginnen und Kollegen hat es gerade ziemlich über den Haufen geschmissen, das Ganze. Glaube ich. Kreativität ist gefragt. Das ist ja eigentlich sonst bei dir kein Problem. Erzähl mir mal ein bisschen, wenn du die verschiedenen. Aber du hast gesagt, auf einer Seite fühlst du dich ja ein bisschen in Japan daheim, Amsterdam, eigentlich überall. Und da siehst du ja, die Gesellschaft bringt ja immer Vor- und Nachteile mit, oder? Jeder hat ein bisschen eine andere Kultur, eine andere Geschichte. Und auch wer sieht, was ja zum Beispiel so der American Way of Life ist, wo du jetzt New York hast, wo jeder alles kann und alles kann erreichen. Und daneben hast du wieder, sag jetzt einmal, Seidenstrasse, vielleicht teilweise nur ein bisschen kommunistisch orientierte Orte, nicht teilweise. Was hast du das Gefühl, wie gehen die Leute auf der Welt unterschiedlich mit diesen Einschränkungen um? Ist das für Summe vielleicht schlimmer als für andere? Oder auch so ein bisschen was die Disziplin? Tokio, Japan, ist ja berühmt für ihre Disziplin, Japaner, teilweise ja fast übertrieben. Was hast du das Gefühl, sind da relativ starke Unterschiede zu erkennen auf der Welt ein bisschen mit den Leuten?
Also in Japan bin ich jetzt seit Ende Februar nicht mehr gesehen. Da kann ich nur erzählen, was man mir erzählt, wie es da geht. Das Spannende ist ja, Japan ist ganz am Anfang, kurz nach China, das Land mit dem ersten Corona-Fall gewesen. Und hat sich aber interessanterweise nicht explosionsartig weiterverbreitet. Man hat es recht lang, recht gut im Griff gehabt. Und man hat immer gemunkelt, weil Japan unbedingt die Olympischen Spiele durchführen dieses Jahr. Da wäre ich jetzt in 2 Wochen abgeflogen. Ich hatte einen schönen Auftrag gehabt vom Schweizer Fernsehen, zum während der Olympischen Spiele aus Tokio berichten, Leben, Land und Leute vorstellen. Und das Spannende ist, dass die Japaner eigentlich schon immer das leben, was wir jetzt in der Lockdown-Zeit haben gelernt, wie wir miteinander umgehen müssen. Sie haben eine soziale Distanz. Das hat wahrscheinlich Grund. Japan ist eine Insel, also weit weg vom Festland. Und ich nehme an, dass man in früheren Zeiten einfach schon gemerkt hat, wenn auf einer Insel eine Krankheit würde grassieren, dann wäre die Insel relativ schnell ausgerottet, da gäbe es niemand mehr. Und darum ist das von der Kultur her schon so, dass man die soziale Distanz hat. Man kommt sich nie zu nahe, man gibt sich keine Hand. Es wird nicht das Munzige geben, wenn man sich sieht und so weiter. Die Leute sind sehr hygienisch, also es ist ein sehr sauberes Land. Man tut immer die Hände waschen, man hat einen Mundschutz an. Im Alltag aus Rücksicht auf andere, dass man nicht irgendein Virus weitergeben könnte. Darum ist das in Japan alles gar nicht so furchtbar dramatisch gewesen. Und da wird der Lockdown nicht so aufgehoben. Seit gestern sind die ersten Lockerungsmaßnahmen. Auf nächste Woche können die Leute dann wieder zurück ins Büro. Ich stehe jetzt beim engsten Vergleich, den ich machen kann. Ich habe jetzt die letzten 2 Monate in Amsterdam verbracht, wo ich lebe. Und bin jetzt übrigens gerade in der Schweiz kurz eben zu meinem Büro sein. Aber heute ist die Wohnung räumen in Zürich, weil wir jetzt den Hauptwohnsitz auf Amsterdam verlegen. Irgendwann müssen wir ein bisschen beschränken. Und das hat mir heute Corona gezeigt. Die grenzenlose Freiheit, die gibt es wahrscheinlich nicht. Und das ist wahrscheinlich eine gute Sicht, dass das so ist. In Amsterdam, sehr ein freiheitsliebendes Land, Leute, die gerne sich ihre eigenen Gesetze machen, oder wenn es Gesetze gibt, schaut man immer gerade, was ist am pragmatischsten, wie kann man mit dem Gesetz umgehen. In Amsterdam haben die Leute ganz erstaunlich schönes Wir-Gefühl entwickelt. Also in Amsterdam habe ich das Gefühl, die Leute haben verstanden, okay, hier geht es um ernste Sache, wir müssen uns daran halten. Und das Wir-Gefühl, wir kehren zusammen, wir schauen zueinander, grosse Solidarität, das hat in Amsterdam sehr gut funktioniert in den letzten Wochen. Ich bin jetzt in der Schweiz, wo ich mir sage, ich bin ein bisschen baff, wie anders in der Schweiz mit dem Ganzen umgegangen wird, wie unglaublich stark der Drang nach Freiheit war, offenbar, dass es Demonstrationen gibt, gegen Corona-Diktatur und so Sachen, da muss ich ganz ehrlich ein bisschen lachen, weil wir sind noch nie in einer Diktatur gewesen, ich habe keine Ahnung, was eine Diktatur ist. Ich bin in vielen Ländern gewesen als Fotojournalist, wo es wirklich Diktaturen gibt. Und das ist ein bisschen anders als das, was wir hier erleben. Ich glaube, es ist eine Frage von der Vernunft, weil wir freiheitsliebende Schweizer und Schweizerinnen sollten damit lernen umgehen. Einfach Rücksicht aufeinander, dass das Virus irgendwann hoffentlich gezwungen werden kann. Ich glaube, auf das zu sprechen, haben viele in letzter Zeit ein bisschen Orte mal wieder ins Wurg genommen. Teilweise weißt du, was man ja vorher eigentlich alles ist möglich, jeder hat volle Speed durchgegangen. Und auf das Mal merkst du ja, wir sind aber doch nur so kleine Mikroorganismen oder im Ganzen. Und aber wenn du sagst, ist natürlich krass der Unterschied. Weil wir hatten letztes Mal gerade so eine Diskussion, was darum ist gegangen, weißt, wie hat das überhaupt so schnell nach Europa kommen, Globalisierungsfragen und. Und wir wissen ja, dass vieles ein bisschen schief läuft. Oder irgendwelche Arbeitskräfte, die ausgesucht werden und irgendwelche Fabriken, die pseudomässig aufgebaut werden und alles. Und die Abhängigkeit von einer Meldapotheke, wenn wir sie auch schon gesehen haben, mal mit China. Aber gleich noch auf einer Seite sagt man ja, dank der Globalisierung ist der Virus jetzt so schnell durchgegangen und hat man vielleicht auch Abhängigkeiten geschaffen zu Medikamenten. Aber auf der anderen Seite merken wir, im Virus sind die Grenzen scheißegal, Ländergrenzen zu. Das kennt er gar nicht. Also das bräuchte das. Das ist gar nicht interessant. Wie siehst du es, du bist? Müssen wir eigentlich jetzt nur mehr aufeinander zugehen und das lehrt nicht nur jetzt in der Schweiz und Österreich und Deutschland und Holland, was auch immer, sondern am Schluss sind wir alle im gleichen Boot, wenn es etwas ausbricht, etwas weltweit. Wie siehst du es so ein bisschen, Patrick? Also was sicher keine Lösung wird sein und was sicher nicht wird passieren, ist, ich hoffe es auf jeden Fall, dass man zurück zu den Nationalstaaten geht, dass man zurück zu den geschlossenen Grenzen geht. Ich lebe in Amsterdam, ich arbeite in Zürich, ich bin auf der ganzen Welt unterwegs. Für mich gibt es nichts Schöneres als offene Grenzen. Ich finde Schengen eines der fantastischsten Projekte, wo Europa zustande gebracht hat. Also der ganz grosse Raum mit den offenen Grenzen. Das finde ich unglaublich gut. Man darf nicht zurück zu den geschlossenen Grenzen gehen. Ich glaube, was ist das Virus wirklich jetzt bewusst gemacht hat, und das finde ich für mich eine der wichtigsten Einsichten. Aber es ist nicht alles möglich und es gibt Grenzen. Und ich finde, vielleicht ist das eine wichtige Sicht, die wir haben können.
Globalisierung ist ein fantastisches Projekt insgesamt, finde ich. Es hat wirklich Länder geholfen, am Weltmarkt teilzunehmen, die früher keine Chance hatten. Ich bin jetzt auf der neuen Seidenstraße unterwegs, von China bis Niederlande. Das ist eines der gigantischsten Globalisierungsprojekte, die es überhaupt gibt. Die Handelswege, die alten Handelswege zu reaktivieren. Das gewaltiges Infrastrukturprojekt, das die Chinesen da angezogen haben. Es gibt natürlich Schattenseiten und ich glaube, die müssen wir jetzt versuchen zu verstehen. Und da sind wir im Westen natürlich nicht ganz unschuldig. Wir sind die, die in all die Kleidergeschäfte säckeln und am liebsten 3 Franken nicht mehr ausgeben für ein T-Shirt, ein Hemd kaufen im H&M oder wo immer, was ja nicht zu viel darf kosten. Das ist möglich, weil Arbeiterinnen in Bangladesch für hundsweise Lehne in ganz fürchterlichen Fabriken hocken mit ganz vielen giftigen Stoffen und da müssen sie arbeiten für uns. Wenn wir es schaffen, hier zu überlegen, ob das der richtige Weg ist, ob das wirklich der Weg ist, dass wir alle Fabriken immer in die billigsten Länder müssen auslagern, wo Menschen zu schlimmsten Bedingungen arbeiten. Wenn wir da ein bisschen zur Besinnung kommen und sagen, okay, wir sind vielleicht bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, dafür haben wir gute Qualität. Von da, wo wir wohnen, wo wir es kontrollieren können, wo Arbeiterinnen und Arbeiter auch die entsprechenden Bedingungen haben. Wenn wir das lernen, dann denke ich, Corona ist etwas Gutes gelernt, dass wir das ein bisschen gerechter verteilen auf der Welt. Dass nicht wir immer Geld sparen auf dem Buckel von den Ärmsten auf der Welt. Das ist die Schattenseite von der Globalisierung. Und da, glaube ich, könnte Corona wirklich ein Zusammenrücken bewirken. Das heisst, auch hier vom kleinen Wallis uns können wir selber schon das Mindset bewegen, was bis über die Seidenstrasse uns auf Bangladesch oder wo immer geht, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist schön. Absolut. Wir heißen in der Hand mit unserem Verhalten, wie wir in der Welt stehen, wie wir die Welt sehen und was wir bereit sind zu investieren. Das ist etwas wert. Da haben wir es in der Hand, ja. Patrick, sehr inspirierend. Danke viel mal, dass du dir die Zeit hast genommen. Es ist sehr spannend und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, wenn wir von dir wieder News kehren, dass du bald wieder die Ziegel kannst loslassen und dann Trieb weitergehen. Also danke vielmals für die Zeit und ich wünsche dir sicher im Namen von allen viel Erfolg mit den weiteren Projekten. Vielen herzlichen Dank. Ich finde es insgesamt eben auch noch eine spannende Zeit, die völlig neue Möglichkeiten aufmacht, neue Horizonte aufmacht und von dem her auf eine Art inspirieren. Neben allem Schlimmen und Schrecklichen, was natürlich hat, für die Leute, die direkt betroffen sind, aber auch für die, die wirtschaftlich betroffen sind. Aber da müssen wir jetzt durch und ich glaube, es bietet eine neue Chance. Merci, Michi, für das Gespräch. Danke, Patrick. Ciao, tschüss. Ja.